Alex Hormozi hat mit bezahlten Werbeanzeigen Leads im Wert von über 100 Millionen Euro generiert. Aber jetzt seit circa 2 Jahren fokussiert er sich komplett auf Content, also zum Beispiel Videos wie dieses hier. Und der Grund dafür ist, wenn man sich das mal genauer anschaut, richtig genial. Genau genommen gibt es sogar 3 Gründe. Zum einen, Content ist eine Art digitales Asset und Werbung ist das nicht. So, das heißt, der Unterschied ist folgender. Werbung funktioniert. Ja? Also du zahlst Facebook, du zahlst Google für garantierte Impressionen. Du tauchst garantiert bei deiner Zielgruppe auf. Aber nur solange du zahlst. Und wenn, also ab dem Zeitpunkt, wo dieser Cash-Hahn, wo du den abdrehst oder wo er dir abgedreht wird von der Plattform, passiert ja auch ständig, dass irgendwelche Werbekonten gesperrt werden, ist dein Business im Prinzip tot. So, es passiert gar nichts mehr. Also Ads kann man sofort einschalten, können aber auch sofort ausgeschaltet werden. Großer Unterschied zu Content. Content, den du einmal machst, der kann dir über Wochen, Monate und Jahre regelmäßig neue Impressionen, regelmäßig neue Leads bringen. Bestes Beispiel ist, also wenn du dieses Video hier gerade siehst, siehst du es ja vielleicht auf YouTube, und wenn du dir jetzt einfach mal anschaust, welche Videos dir sonst noch angezeigt werden, neben diesem Video, dann wirst du feststellen, dass ganz viele dieser Videos nicht von heute sind, nicht von gestern sind, sondern von einer Woche, von einem Monat, von einem Jahr, vor 5 Jahren vielleicht sogar. Das heißt, Content ist extrem langlebig. Du baust dir einfach hier ein digitales Asset, also einen digitalen Vermögenswert auf. Du investierst einmal rein und ziehst die ganze Zeit Erträge davon. Der zweite Grund, der extrem stark für Content spricht, ist das Thema Vertrauen. Und zwar muss man jetzt einteilen. Es kommt darauf an, was du verkaufst. Also ich muss dem Bäcker jetzt nicht groß vertrauen, weil ich weiß, naja, Brötchen schmecken halt immer irgendwie gleich und in der Regel sind sie halt hier nicht vergiftet. Also das passt schon. Ich brauche kein Vertrauen dafür. Wenn du jetzt allerdings dich selber verkaufst, also zum Beispiel, weil du ein Beratungsangebot hast, ein Coaching-Angebot, vielleicht eine Agenturdienstleistung, etwas in der Richtung, dann kaufen ja Leute nicht nur das Produkt an sich, sondern sie kaufen ja auch automatisch dich mit. Und zwar, dass sie glauben, dass du ihnen helfen kannst, dass sie glauben, dass du ihnen helfen willst, dass sie glauben, dass deine Lösung für sie funktioniert, dass sie glauben, dass sie selber umsetzen können mit deiner Hilfe. Also das heißt, das Thema Vertrauen ist extrem wichtig. Und wie unterscheidet sich das zwischen Content und Ads? Nun, der Unterschied ist in der Freiwilligkeit. Ads werden dir immer aufgezwungen. Also zum Beispiel vor einem anderen Video oder wenn du durch deinen Feed scrollst. Also sie sind immer invasiv. Sie tauchen dann auf, wenn du eigentlich gerade was anderes konsumieren möchtest. Und das ist halt nicht unbedingt das, wie man Vertrauen aufbaut. Also wenn jemand auf dich zugeht zu einem Zeitpunkt, wo du jetzt eigentlich gerade kein großes Interesse hast und sagst, kauf meine Sache, dann ist das nicht der beste Weg, Vertrauen aufzubauen. Andersrum funktioniert es viel besser. Wenn du einfach da bist als Option und sich jemand freiwillig in dem Moment entscheidet, sich mit dir zu beschäftigen, und dann zum Beispiel ein Video von dir anzuschauen. Freiwillig. Da greift dann auch so ein psychologisches Prinzip, man nennt das Commitment und Consistency. Also wenn jemand sich freiwillig von dir Content anschaut, das ist ein ganz kleines Commitment sozusagen, dann hat diese Person quasi so eine Art mentales Opt-in und sagt, hey, das war eine gute Informationsquelle, ich schaue mir noch was an. Hey, war eine gute Informationsquelle, ich schaue mir mehr und immer mehr an. Und wenn es jetzt dann darum geht, mit einem Dienstleister zu arbeiten, vielleicht einem Berater oder einer Agentur, so wo gehst du dann eher hin? Dem, wo du schon diese ganzen mentalen Opt-ins hattest, wo du quasi schon gesagt hattest, hey, das ist guter Content, das interessiert mich. Oder gehst du zu dem, der einfach die ganze Zeit aufdringlich so in deinem Feed aufpoppt und dich irgendwie anschreit in seiner Werbung? Ja, ich denke, die Wahl ist ziemlich klar. Das heißt, Content baut einfach viel mehr Vertrauen auf. Gerade für hochpreisige Angebote ist das natürlich extrem wichtig. Und es gibt noch einen dritten Grund, und zwar, wenn wir uns mal Alex Hormozi anschauen. Woher kennst du denn Alex? So, wahrscheinlich nicht von LinkedIn, sondern von YouTube. YouTube hat nämlich 2 sehr große Vorteile, was das Thema Content angeht. Zum einen haben wir eine sehr starke Discovery-Funktion. Also auf YouTube kannst du entdeckt werden. Stell dir vor, du gehst auf Google und dir werden Websites vorgeschlagen, die dich interessieren. Das wäre ziemlich wild. Aber so funktioniert YouTube. Das heißt, du tippst nicht nur ein, was dich jetzt gerade interessiert, sondern die Plattform berechnet, was dich jetzt interessieren könnte und schlägt dir diesen Content vor. So, also man hat die Discovery-Funktion. Das ist komplett analog auch zu bezahlten Werbeanzeigen. Du kannst halt einfach schneller entdeckt werden. Leute müssen dich nicht kennen, Leute müssen nicht nach deiner Lösung suchen, sondern du kannst einfach auftauchen und das funktioniert fantastisch auf YouTube. Kleine Randnotiz kann man vielleicht mal erwähnen. Ich habe einen YouTube-Kanal aufgebaut mit über 400.000 Abonnenten. Auf diesem Kanal gab es Tage, da sind viele tausend Abonnenten innerhalb von 24 Stunden neu dazugekommen. Der beste Tag waren über 8.000 Abonnenten an einem einzigen Tag.
So, das passiert ja nicht, weil Leute nach mir gesucht haben und weil sie mich so toll fanden, sondern ganz im Gegenteil, die kannten mich alle gar nicht, aber YouTube hat einfach Videos von mir genommen und sie diesen Leuten gezeigt. Also YouTube hat eine extrem starke Discovery-Funktion und das ist ein sehr großer Vorteil, der für die Plattform spricht. Der andere große Vorteil von YouTube, den hatten wir vorher schon angeschnitten, das ist die Langlebigkeit. Videos, die du heute produzierst, die sind einfach auch noch in Wochen, Monaten und Jahren relevant. Und das ist ganz anders als anderer Content, beispielsweise jetzt auf LinkedIn oder Facebook. Also frag dich mal selber, wie oft hast du einen Facebook-Post gesehen, der einen Monat alt ist? Das passiert quasi nie. Dann schauen wir uns jetzt mal an, wie diese drei Punkte jetzt mit Alex Hormozi zusammenhängen, also wie er das Ganze lebt und umsetzt. Zum einen Content versus Werbung. Also, wenn du Alex ein bisschen länger verfolgt hast, dann hast du ja wahrscheinlich schon mitbekommen, dass er immer predigt, dass man das lange Spiel spielen muss. Ja? Also Business, da geht es nicht nur darum, dass du jetzt innerhalb von wenigen Tagen oder wenigen Monaten reich wirst, sondern dass du das auch einfach mal durchziehst über Monate, über Jahre. Und wenn dein Ziel ist, jetzt nicht einfach nur schnell über Nacht reich zu werden, also natürlich nett, wenn man schnell reich wird. Aber wenn du sagst, ja, ich bin auch bereit, in ein paar Jahren noch zu arbeiten, dann ist einfach Content so viel wichtiger als Ads, weil dieser Content langlebig ist. Also jedes einzelne Content-Piece, insbesondere wenn du jetzt YouTube-Videos produzierst, jedes einzelne dieser Videos wird nämlich für immer für dich arbeiten. Und das sorgt dafür für im Prinzip ein exponentielles Wachstum. Also wenn du jede Woche neue Videos hast, die alle für dich arbeiten, also dann wächst dein Business natürlich extrem schnell im Laufe der Zeit. So am Anfang langsam, aber dann immer schneller. Und genau das sehen wir auch bei Alex. Also am Anfang hat er Videos gemacht, die haben da noch kaum Leute gesehen. Aber mittlerweile ist er einfach quasi der bekannteste Online-Marketer der Welt durch seinen Content, nicht durch seine Werbeanzeigen. Nächster Punkt, warum ist gerade bei Alex das Thema Vertrauen so wichtig und warum setzt er dafür Content ein? Nun, sein Businessmodell ist ja, nicht, dass er dir etwas verkauft, sondern dass er dir etwas abkauft. Und zwar Anteile an deinem Business. Und also, ich meine, um etwas von seinem Business zu verkaufen, zu sagen, hey, ich trenne mich hier von 20, von 30, von 40% von meinem Business, was ich aufgebaut habe über die letzten Jahre, wo ich so viel Herzblut und durchgemachte Nächte reingesteckt habe und diese ganze Mühe, dass ich das jemandem anderen gebe, ist krass. Da braucht es extrem viel Vertrauen. Und stell dir vor, er würde einfach nur Ads schalten und sagen, hey, ich kaufe Teile von deinem Business. Ich meine, ernsthaft, würdest du dich da melden? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn du dir einfach Dutzende oder Hunderte Stunden Content von ihm angeschaut hast, vielleicht auch seine Bücher gelesen hast, das ist ja auch Content, dann merkst du, okay, der Mann hat was drauf. Und wenn ich mit ihm arbeite, dann habe ich unterm Strich mehr. Ja, dann geht es hier schneller voran. Ich vertraue, ich glaube, dass das funktioniert. Und darum setzt Alex auf Content. Weil es so gut darin ist, Vertrauen aufzubauen. Gut, und der dritte Punkt, warum ist Alex in erster Linie über YouTube bekannt und jetzt nicht über LinkedIn? Haben wir im Prinzip ja schon davor besprochen, weil YouTube einfach so eine starke Discovery-Funktion hat. Also, er macht ja Videos auf Englisch und trotzdem kennt ihn hier quasi jeder in Deutschland. Ich glaube, wenn ich mich jetzt so mit Unternehmern unterhalte, so auf irgendwelchen Marketingveranstaltungen meinetwegen, da gibt es keinen, der sagt, Alex, wer? Habe ich noch nie gehört. So, jeder hat von ihm gehört. Aber halt eben über YouTube. Jeder hat seine Videos gesehen. Ganz wichtiger Hinweis nochmal an der Stelle. Also das hier ist kein Video gegen Ads. Also ich möchte hier nicht sagen, dass Werbeanzeigen schlecht sind. Ganz im Gegenteil, die sind richtig gut sogar. Also ich denke, jeder Unternehmer sollte auch im Laufe der Zeit für sein Business Werbeanzeigen schalten. Machen wir ja auch. So natürlich. Natürlich haben wir Retargeting-Ads, wir haben kalte Ads. Klar, es gehört mit dazu. Aber bei uns liegt der Fokus nicht auf den Ads, sondern bei uns liegt der Fokus auf dem Content, weil ich das Business halt nicht nur in ein paar Monaten noch machen möchte, sondern auch in ein paar Jahren. So das, was ich hier aufbaue, das macht mir richtig Spaß, da stehe ich dahinter, da habe ich einfach, ich habe einfach da Bock drauf. Und ich will, dass es im Laufe der Zeit einfach immer besser, immer größer wird. Und darum liegt bei uns der Fokus auf Content, darum liegt der Fokus bei Alex auch auf Content. Und wenn du sagst, ja, ich möchte mein Business auch noch länger machen, ich möchte den Fokus auch auf Content legen, können wir dich auch gerne unterstützen. Du kannst dir einfach auf unserer Website logicallemon.de eine kostenlose YouTube-Beratung buchen und dann entwickeln wir zusammen mit dir eine Content-Strategie.